Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play World Mums Odyssey. So, ich würde mal sagen, in dem Level begeben wir uns jetzt langsam Richtung Endspurt. So. Und ihr kommt mal mit, würde ich sagen. So. Die Protagonisten, die Scrubs. Da müssen wir jetzt nämlich ganz schnell die Fliege machen. Die Scrubs. Scrubs. Doch, die. Mit den Fuzzles bleiben wir mal schnell hier, weil die können wir noch brauchen als. Zum Kämpfen. So. Ah nee. Quatsch, ich habe ja noch was vergessen. Stimmt ja. Hallo Jungs. Mit manchen müssen wir nämlich nochmal was machen. Fällt mir gerade ein. Und zwar. Den Kram betätigen. Na, da oben müssten sich eigentlich auch noch ein paar Scrubs befinden und ja. Die holen wir noch schnell runter. So. Gut. Ja, perfekt. Sehr gut. So. Na gut, dann haben wir jetzt kein Problem mehr mit der Anzahl. So, nur dass wir da irgendwie einen reinschmeißen. Immer schön aufpassen. So. Gut. So. Alle mal zuhören. Ne, mit den Scrubs warten wir jetzt lieber mal. Jetzt gehen wir erstmal mit Munch voran, aber jetzt holen wir uns erstmal den Rollstuhl wieder. So, weiter geht's im Programm. So. Das ist nicht wie. Ach komm. Wir gehen gleich mit allen Mann runter. Ist besser, ein größeres Arsenal zu haben. Verscheuchen wir jetzt erstmal. Da steht ein Scrub oben drauf, lol.
Hör mal, können wir den vielleicht sogar killen von der Position aus? Jetzt gehen wir ja schon mal hier weg. Irgendwie fühle ich mich hier gerade nicht wohl. So. Wo ist der andere Typ? So. Mach mal Quick Save. So, und jetzt schauen wir mal, was wir hier ausrichten können. Jetzt konnte ich den nicht killen, lol. Hab den Quick Save schnell wahrgenommen. Und ich habe eine Idee. Ich könnte es versuchen, hoffentlich klappt's. Sieht gut aus. Perfekt, dann kann ich sie auch so loswerden, die Idioten. Und tschüss, du Drecksau. Und jetzt noch den anderen Trottel und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir freie Bahn. Und tschüss, du Lappen. So, jetzt haben wir endlich unsere Ruhe. Wie kommt denn der Typ da hoch? Ich hab die doch alle nicht weit runtergeschmissen. Na egal. So. So. Du gehst in den Rollstuhl rein und dann geht's schon mal weiter. So. Und weiter geht's nach unten. Halt mal, eine Falle ist noch dabei. Fällt mir gerade ein. Eine Falle ist wie gesagt noch da. Und zwar müssen wir jetzt einen Hebel aktivieren. Und dann geht die Tür unten auf und dann kommt noch so ein Spritzendoktor raus. Oder so ein Knochenbrecher. Ich weiß nicht mehr genau, welche von beiden. Aber ich denke mal, ein Knochenbrecher und die sind sehr gefährlich. Deswegen tun wir manche jetzt erstmal... warte mal, jetzt müssen wir doch mal schnell die Situation begutachten. Ja, also die Scrubs tun wir jetzt erstmal in Sicherheit bringen. Anschließend müssen wir mit Manschitz erstmal Abe nach oben befördern in die obere Etage. Die Fassels nehmen wir aber schon mal mit als Sicherheit. Die brauchen wir unbedingt. So. Weil der Typ, der rennt dann sofort hier zum Kran und greift Munch an. Deswegen. Die behalten wir erstmal hier. So, wo ist der Hebel? Ist da, ja. Okay. Wie gesagt, das muss ich dann sofort rüber wechseln zu Munch. Sehr gut. Das war der schwierige Part. Sind so einige draufgegangen, aber na gut, das war zu erwarten.
Aber die Fassen haben haben es für einen guten Zweck getan. So, gut. Dann mache ich mal kurz einen Cut und befreie die ganzen Eierkisten hier. Bis gleich, Leute. Ciao. So, und somit ist auch die letzte Kiste befreit. Jetzt gehen wir mit Munch und Ape zu den Teleportstationen. So. Dann hätten wir das Level endlich abgehakt. Gut. Die Wiker Suiten. Jo, das müsste das letzte Level sein. So. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.